So, Pfeiler. So. Okay, das kennen wir schon. Ich glaube nicht, dass wir hier weit kommen. Ja. Raffaella wird direkt vernichtet. Oh, ich habe ja auch noch einige Heiltränke hier. Ach, verdammt. Ja, ich glaube, das war's gleich mit uns. Das ist schon nicht schlecht. So, was können wir denn mit ihm hier machen? Zum Beispiel Monster herbeirufen. So. Ja, ich meine, es steht nicht gut um unsere Helden. Wie viele sind denn das hier? Kallen steht da hinten, warum auch immer. Na gut. Ja, das war's mit Kallen. Dann würde ich doch noch mal lieber. So. Eins auf. Kann ich mich überhaupt ausruhen hier? Nee, kann wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Abdin spricht wohl nichts Alle meine dagegen. Sachen sind echt, das garantiere ich. So. Jetzt geht's mich was an, richtig? Wie wär's mit einem Whisky? Kaufleute. Aber. Bringt keine anderen Informationen mehr raus. Dann, wenn wir jetzt nochmal gehen und uns ausruhen, können wir dann einfach wieder hier auftauchen. Sollte ja eigentlich gehen. Also, hier einmal nach unten. So, ach, Moment. Wird sofort erledigt, Chat. Spricht wohl nichts dagegen. Ich glaube, weil ich neu geladen habe. Kann ich hier nochmal schnell alles absuchen. Okay. Ja, wir ruhen uns mal besser aus. Spricht wohl nichts dagegen. Wäre mir ja lieber gewesen, wenn wir das hier irgendwie infiltrieren könnten, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das hinbekommen. So, wie sieht's denn aus? Aus der Wasserkönigin. Hier ist eine Taverne. Können wir uns da auch ausruhen? Jetzt geht's mich was an, richtig? Ich glaube, aber hier hatten sie keine Zimmer, oder? Müssen wir mal sehen. Ich meine, hier gibt es ja mehr als genug. Zum Beispiel hier hinten, oder? Gibt es hier auch Zimmer? Ich weiß es nicht. So. Jetzt geht's mich was an, richtig? Sehen wir mal. Wie wär's mit einem Whisky? Ja. Hier können wir es ausruhen. Machen wir das mal. Ups. Das wollte ich nicht. So. Einmal ausruhen. So. Spricht wohl nichts dagegen. Und es ist wieder Jetzt Tag. geht's mich was an, richtig? Okay, da kommen wir auch noch mal rein. Mal sehen, ob hier irgendwie offen ist. Na, es sind noch ein paar weitere Leute. Ja. Kann ich irgendwie behilflich sein? Die haben auch nichts mehr Neues. Ah. Da sitzen ein paar Leute. Unbescholtene Bürger. Tut mir leid, wenn ich so. Achso, ja, das kennen wir auch schon. Oi, der Dummschwätzer. Ja. Hier ist auch jemand. Ich bin ganz Ohr. Nette Beschäftigung, einfach mal vor dem Haus herumsitzen. Wird sofort erledigt. Naja, kann man sich auch mal gönnen. Den Bürger. Nee. Nichts Neues. Ah, da kommen wir auch noch unten. Tja, also ich könnte jetzt nochmal versuchen, mich den Kampf hier zu stellen. So. Meine klaren Worte auf mich. Aha. Hallo. Danke für den Hinweis. Hey, Freund. Du, das ist fundig, so eine feine Seele zu treffen. Ja, jetzt sind am Tag schon einige Leute unterwegs. So, der ignoriert uns hoffentlich die Wache hier. Oder die Wachen, die wir bestochen haben. Spricht wohl nichts dagegen. Dann nochmal hier nach oben. Spricht wohl nichts dagegen. So. Die Botschafterin, ja. Die ist immer noch hier. Wisst ihr, wer ich bin? Ah, die ist ja sowieso wieder oben. Wird sofort erledigt, Chef. So, hier können wir uns jetzt nochmal bereit machen. Und zwar einmal Schnelligkeit. Und die Flammenschwerter hier. Warum nicht? So. Und hier ebenso. Und
wenn ich es mal finden würde. Er hier greift mit seinem Hammer hier an. Ja, wir müssen mal sehen. Ich kann vielleicht nochmal ein paar Heiltränke aufteilen. Das ist generell keine schlechte Idee. So. Achso, die ist ja so voll. Ja, ich hätte mal in der Zwischenzeit echt ein paar Gegenstände verkaufen müssen. Jetzt bin ich hier nämlich, wäre vielleicht, boah, ich glaube, wir müssen echt ein paar Gegenstände verkaufen. Wobei ich jetzt den ganzen Zauber aufbrauche. Ja, das sind immer die schwierigen Fragen. Boah, ich bin echt so dermaßen überfüllt hier. So. Ein paar Tränke rübergeben. So. Der hat noch welche. Okay, ja, der ist auch voll. Beißender Bolzen. Kann ich hier irgendwas? Bolzen plus 2. Wenn ich die mal gebrauchen würde. So. Und hier ein paar Tränke rüber. So. Bisschen was. Und ein paar Bolzen. Ja, das wird furchtbar schief gehen. So. Haben die jetzt überhaupt. Warum haben die keine flammende Faust. Kein flammendes Schwert gerade? Ich habe keine Ahnung. Aber. Wir probieren trotzdem unser Bestes. So, Leute, wir probieren es einfach mal. So. Oh ja. Ja, die haben uns direkt alle verwirrt. Das war's mit Jaira. Ja, ich glaube, gegen die haben wir wohl keine allzu gute Chance. Ja, kann sein, dass wir das einfach ein andermal nochmal versuchen sollten. Ich habe doch hier meine. Ich verstehe es nicht. Besseres zu tun? So. Wird sofort erledigt. So. Nette Soundeffekte. Ja, entschuldige Störung. Das ist tatsächlich eine Art Ausgang und ihr werdet gehen. Ich vermute, dass diese Situation wohl etwas länger anhält, als ihr es euch vorgestellt habt. Ihr habt schon lange die Grenzen überschritten, jenseits derer euer Überleben noch möglich gewesen wäre. So ist es befohlen worden, so soll es auch sein. Geschehen. So ist es Sarevox Wille. Oh ja, das wird schief gehen. Ja, ich habe da ein ungutes Gefühl. Ja, die setzen uns hier schon direkt ziemlich zu. Ja, ja, und sie ist auch gerade wieder. Ach, sie auch, ja. Nur unser Magier hier. Kann auch irgendetwas ausrichten. Ja, schrecklich. Nee, Jaira ist gerade umgekommen. Tja. Ich glaube nicht, dass wir hier noch weit kommen. Ich meine, Doppelgänger den Tode nahe, Jaira, ja, mit Khalid war es auch gleich. Mit unserem Magier war es das jetzt auch. Ja. Boah, wir sind echt hoffnungslos unterlegen. Was haben wir denn hier überhaupt noch für Stäbe? Stab der Furcht, Monster der Beirufung. So. Ja, das klappt ja nicht ganz so gut. Ach, du Heilige nochmal.
Jetzt, ja, ich gucke einfach mal, wie sich das entwickelt. Ich glaube, weit kommen wir hier nicht. Ja, Khalid hat es auch schon wieder erwischt. Ja, wunderbar. Nur noch Jahira. So, die sind immer noch außer Gefecht. Klar, außer wir nehmen mal irgendwelche Tränke ein, der Riesenstärke oder so. Ich meine, wenn, dann wäre das hier wahrscheinlich der bessere Augenblick. Leicht verletzt, unverletzt, leicht verletzt. Leicht verletzt, verletzt. Also, wirklich viel Schaden haben wir beim besten Willen nicht angerichtet. So, wenn ich jetzt mal nachsehe. Wenn mein Inventar nicht so voll wäre. Ich meine, ich habe ja so viele Tränke und Zaubereien hier. Müsste ich ja irgendwas einsetzen können. Magieabwehrtrank. Verleiht dem Anwender Immunität gegen jegliche Zauber. Ja. Das ist auch schon sehr praktisch. Tank der Stärke. Ups. Welter öffnen gegen Gift. Rettertrank. Roter Trank. Konzentrationstrank. Heldentrank. Was macht der? Okay. Vorübergehende Höherstufung bewirkt. Nett. Trank der Macht. Trank der Steinform. Unsichtbarkeitstrank. Trank der Freiheit. Riesenfroststärke. Frostriesenstärke. Okay, wird sehr stark und erhält einen Bonus auf Trefferwürfe und Schaden beim Gebrauch von Hand- oder Wurfwaffen. Stärke 21. Feuerodems, Schnelligkeitsöl, Wahrnehmungstrank. Hier Wolkenriesenstärke, den haben wir sogar zweimal. Naja. Den Rucksack. Frostriesenstärke. Ja, würde mich schon mal interessieren, wie die sich so auswirken. Heilungselixier gegen Gift. Trank der Steinriesenstärke. Widerstandstrank. Lebenskraft, Heiltrank. Hügelriesenstärke haben wir auch. Nett. So, ja, der Rucksack ist schon wieder voll. Ich bin hier echt hoffnungslos überladen. Ja, deswegen wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn wir erstmal irgendwie zwischendurch was abladen und dann kann ich mir einen Plan überlegen, wie wir hier weiter vorgehen. Heilungselixier, Trank der Stärke, Trank der Wolkenriesenstärke. Würde mich schon interessieren, wie sehr sich das dann letztendlich auswirkt. So. Khalid, und der hat jetzt hier gerade dabei, Trank der... Ach, Steinriesenstärke hat er auch schon dabei. Und Heldentrank. Heiltränke. So, ihr will ich jetzt vielleicht nochmal einen Trank hier andrehen. Trank der Stärke. 18 erhöht. Naja, ist ja ganz nett, aber... Ich meine, unverwundbar werden wir dadurch nicht. Wir haben Unverwundbarkeitstränke, aber die will ich jetzt noch nicht aufbrauchen. Die will ich mir dann eher fürs, naja, ich weiß nicht, Finale oder so aufheben. Wenn ich sie da nicht wieder vergessen habe. So... Trank der Wolkenriesenstärke, Frostriesenstärke, Steinriesenstärke. Was haben wir hier noch so? Hellsehen, Magie bannen. Hebt magische Auswirkungen auf die Person im Wirkungsbereich betreffen. Ja. Kann man nicht auch mal anlegen. So. Herbeirufen und so weiter und so fort. Verwirrung. Ansonsten... Ja, der Magieabwehrtrank, das ist auch schon mal nicht allzu schlecht. Ja. Naja. Schmeiß die erstmal ein. So, haben wir jetzt alle genommen. Magieabwehrtrank, ob sich das lohnt. Sollten wir vielleicht ihm hier Khalid andrehen.
Wenn ich nur Platz hätte. So, weil dann kann der einfach mal draufhauen. Ohne dass er davon. Naja. Kann ich euch behilflich sein? Energieabwehrtrank können wir, glaube ich, auch nur hinein. Mal sehen. Ob das überhaupt irgendwas bringt. Wird sofort erledigt, Chef. So, Raffaela. Bla bla bla. Na los. Wow. Ich bin direkt verreckt. Das war aber eine gute Arbeit. Heilige. So. Okay. So, genau, die hatte ich jetzt hier schon so weit verteilt. Die Abwehrtrank. Ja. Wäre vielleicht ganz nett, wenn ich ein bisschen mehr aushalten würde. So. Genau. Wir nehmen jetzt erstmal das hier, das hier, das hier. Den Trank. Achso. Muss schon wieder Platz machen. Und so. Das Problem ist, wenn ich hier direkt verrecke, dann bringen mir die Tränke auch nicht so viel. Schnelligkeitsöl. Gegengift. Na, der Heldentrank. Trefferpunkte um 10% erhöht. Okay, verzauberte Kraft in sich, die eine vorübergehende Höherstufung bewirkt. Der Trank kann nur von Kriegern verwendet werden. Ist auch nicht so schlecht, Heldentrank. Achso, kann ich so. Ups. Den nochmal eingenommen. Warum nicht? Alles rein damit. Oh, schön. Jetzt haben wir sogar ein bisschen mehr Leben hier. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Heldentrank. Ja, das ist schon ganz nett. So, einen Rucksack. Trinken. Okay. Habe ich jetzt eigentlich schon für ihn das Schild benutzt? So, und sie kann jetzt vielleicht nochmal Rindenhaut. So. Und so. Schön zaubern, Leute. Muss ja ein wenig überlegen. Ich weiß, ich werde schon ein wenig ruhiger. Rüstung des Glaubens. Ja, meinetwegen, Leute. Alles oder nichts. Zauberkeule. So. Und hier. Na los. Ich glaube, wir kommen hier nicht weit, aber ein Versuch ist es auf jeden Fall mal wert. Ach stimmt, ich wollte eigentlich auch noch, bevor ich es hier vergesse, was war denn das hier? Magie bannen, genau. Sind jetzt alle verwirrt. Ja, wow. Sind sie wirklich alle. Das ist dann aber keine Magie, weil ich habe ja... Ja, toll, wir sind gestorben. Weil ich habe ja einen Magieabwehrtrank genommen. Zumindest Khalid hat einen genommen. Oh Mann, ey, das ist ja... Ja, ich weiß nicht. So ganz komme ich darauf nicht klar. So. Hellsehen. Magische Auswirkungen auf die Person im Wirkungsbereich betreffen auf... Okay. So, Heldentrank hat er hier auch noch. Ja, fand ich natürlich auch ganz nett. Hat mir jetzt aber letztendlich nicht so wirklich viel gebracht, das ganze Zeug anzunehmen. Heilungselixier, Trank der Stärke. Trank... Wolkenriesenstärke. Ja. Und Heldentrank. Ja, der Heldentrank ist auf jeden Fall echt ganz nett.
So, Moment, dass ich die auch gerade mal einnehme. Bisschen mehr Leben. Und Heiltrank. Ja, muss ich mal sehen. Aber wenn die uns direkt kampfunfähig machen, dann schätze ich unsere Chancen nicht allzu gut ein. Sollte ja wohl verständlich sein. Ja, müssen wir mal sehen. Kampfstab plus 1. Okay. Ich kann jetzt höchstens nochmal, ja, die ganzen Schilde hier einsetzen. Das dann letztendlich viel bringt. Steht zu euren Diensten. So. Einmal das hier, einmal das hier, wie eben auch schon. Viel hat es letztendlich nicht gebracht. So. Achso. Na, keine Ahnung, vielleicht auf ihn. Jetzt haben wir hier noch Blitz herbeirufen, genauso. Das hatten wir ja auch noch. Tja. Ich mache jetzt nochmal Folgendes. Das speichern wir auch nochmal. Zwar hier. Ne, Eisen. Das nehme ich. So. Okay. Jetzt geht's mich was an, richtig? Das wird furchtbar schief gehen. So, ich würde hier gerne mal ein paar Wolken herbeirufen und er soll mal ein paar Monster zu Hilfe rufen. Genau. Ah, wir haben schon direkt Schaden genommen. Schön. Ja. Unser Magier sieht nicht mal allzu gut aus. Und wir sind jetzt alle wieder kampfunfähig. Alle. Wir hatten echt keine verdammte Chance. Nee. Jetzt habe ich schon diese ganzen Tränke eingenommen und wir verrecken einfach sofort. So. Also. Ist echt schrecklich, ey. Kann ich euch behilflich sein? Die ganzen Schilde hin oder her. Jetzt geht's Letztendlich. was an, richtig? Okay. Warum sprechen die uns nicht an? Naja, wenn ich schon mal hier bin, sehe ich mich um. Warum nicht? Taldorn. So. Hallo? Was macht ihr hier? Verlasst dieses Gebäude oder ich hole die Wachen. Das können wir erst tun, wenn ihr einige Fragen beantwortet habt. Ihr seid hier, um mich zu töten, nicht wahr? Das könnt ihr nicht machen. Wisst ihr denn nicht, wer ich bin? Ich bin Taldorn, einer der Anführer des Eisenthrons. Ihr seid ein Jammerlappen. Ich glaube, wir werden euch töten müssen. Könnt ihr uns nur eben sagen, wo sich die anderen Anführer des Eisenthrons befinden? Wenn ihr den Mund aufmacht, werden wir euch euer erbärmliches Leben lassen. Wo sind die Dokumente, die Verstrickung eurer Organisation mit den Raubüberfällen und der Eisenknappheit beweisen? Sprecht oder ihr werdet sterben. Wo sind die Anführer? Die anderen Anführer, Brunus und Rilta, sind in Kerzenburg und wickeln dort Geschäfte mit einigen Gönnern aus dem Süden ab. Wollt ihr mich nun bitte gehen lassen? Sagt uns zuerst, wo wir die schlagkräftigen Beweise finden können, mit denen eurem Unternehmen die ganzen Scheußlichkeiten am Küstenweg angehängt werden können. Bitte tut mir nicht zuleide. Alles, was ihr sucht, findet ihr bei Rilta. Er ist der eigentliche Anführer des Ganzen. Er hat immer alles bei sich. Darf ich jetzt gehen? Ja, der Anführer, die sind ja in Kerzenburg. Ihr könnt gehen. So, als wir Taldorn bedrohten, erzählte er uns, dass Rilta und Brunos seine Geschäftspartner in Kerzenburg sind. Ich habe keine Ahnung, warum die uns nicht angegriffen haben. Es ist sehr merkwürdig. Da liegt irgendetwas. Ja, haben wir uns auch schon angesehen. Ich meine, das ist ja jetzt schön und gut. Eure Dienerin steht zu eurem Habe ich überhaupt noch Platz? So. Moment. Wenn ich da irgendwie hinkommen Ich würde. wohl nichts dagegen. Nein, ich will. Ach, komm schon. So gut wie erledigt. Brief, Brief.
So, die Anführer des Eisenthrons. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass sich die eigentlichen Anführer des Eisenthrons in Kerzenburg treffen, meinem einstigen Heim. Ich muss umgehend Herzog Eltern in Kenntnis setzen. Das machen wir dann natürlich. Ich habe jetzt nur die Befürchtung, wenn wir an denen vorbeilaufen, dass wir wieder angegriffen werden. Das kann natürlich sein. So. Wird sofort erledigt, Chef. Boah, ich bin so überfüllt, wir müssen... Das macht echt nur noch Probleme. Spricht wohl nichts dagegen. So. Okay, Rilta, meine Vorgesetzten sind begeistert von eurem Vorschlag. Ich würde ihn gerne mit euch besprechen, aber nicht auf diesem Weg. Die Hafner und Sens waren in letzter Zeit in dieser Region sehr aktiv und es wäre sehr unvorteilhaft, ihnen die Möglichkeit zu geben, eine Allianz zwischen unseren beiden Gruppen zu verhindern. Wenn ihr Brunos und Taldorn uns im sicheren Kerzenburg treffen könntet, wären meine Vorgesetzten sehr erleichtert. Sendet bitte so schnell wie möglich eure Antwort. Tut. Und andere Brief. Vater. Ich habe deinen Brief erhalten und ich kann dir versichern, dass Raffaela uns nicht mehr in die Quere kommen wird. Ich habe mich persönlich um das Problem gekümmert und es ist so, wie von dir gemutmaßt. Raffaela war ein Spion der Zentarim. Ich muss dir außerdem mitteilen, dass es mir nicht möglich ist, an dem Treffen in Kerzenburg teilzunehmen. Es gibt Probleme mit der kalten Hand und den schwarzen Krallen. Ich muss mal wieder ihre Meinungsverschiedenheiten beilegen. Es tut mir leid, dass ich dir nicht zur Seite stehen kann. Sarivok. Interessant. Jetzt geht's mich richtig. Ja, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Das ist jetzt die andere Frage. Wir müssen mal wieder speichern. Spiel speichern. Was sehen wir denn jetzt? Ach, keine Ahnung. Einfach einen neuen. Wird ja nicht schaden. Ups. Werde ich sicherlich wieder erkennen. Gut. Das hätten wir erledigt. Ich meine, ist das jetzt quasi die Quintessenz, also ist das jetzt die Quintessenz hier? Brauchen wir überhaupt noch irgendwas anderes? Ich meine, klar, wir könnten die Erfahrungspunkte abstauben, aber ich glaube nicht, dass ich die fertig kriege. So. Einmal Schnelligkeit, so. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Hm. Das kümmert mich nicht. Ja, jetzt habe ich den Tag der Riesenstärke, jetzt habe ich halt diese ganzen Tränke hier verbraucht. Ja, naja. Jetzt geht's mich was müssen wir mal machen. Richtig? Lassen wir uns jetzt einfach wieder vorbeigehen? Ah, nee. Naja, jetzt greifen wir uns eben an. Können wir hier abhauen? Oh ja, wir können einfach abhauen. Und die folgen uns. Ja, die anderen werden jetzt natürlich oben schön bekämpft. Nee, sind gerade alle außer Gefecht. Ja, das ist echt schrecklich. Achso, kann ich das eigentlich? Ist geschützt. Panik. Magiewiderstand. Hasst Panik. Ist verwirrt, ja. Die sind eben alle verwirrt. Ich weiß nicht, wie wir diese Verwirrung loswerden. So, das war dieser andere Speicherpunkt. Jetzt geht's mich was an, richtig? Ich glaube, wir hatten eben echt nur Glück, dass wir irgendwie an denen vorbeigekommen sind, ohne dass sie uns gesehen haben. Aber ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben. So, ich habe jetzt noch den anderen Speicherpunkt hier. Ups. So. Wie kommen wir jetzt wieder raus? Wird sofort erledigt, Chef. Wie haben wir das eben gemacht? Wie konnten wir denn hier überhaupt vorbeilaufen, ohne dass die uns... Naja. Angesprochen haben. Ich gehe hier mal vorbei. Wird ja sicherlich keiner merken. Ja. Schön wär's. Verflucht schön wäre es. Wird sofort erledigt, Chef. Wird sofort erledigt, Chef. Also eine Idee hatte ich noch. Ja, bestechen können wir den nicht. Und zwar wollte ich mal ausprobieren. Tränketasche. Wir haben hier doch bestimmt irgendwo Unsichtbarkeitstrank. Genau. So. Ich nehme jetzt den jetzt mal ein. So, Raffaela geht jetzt mal nach oben. So, die ist nämlich jetzt unsichtbar.
So. Hallo? Ich will keinen Ärger. Einige Fragen. Anführer des Eisenthrons. Das hier. Ja, das ist das Gleiche. Ihr könnt gehen. Ah, ist ja wieder sichtbar. Aber ich könnte nochmal einen Unsichtbarkeitstank nehmen und dann könnte ich abhauen. Das wäre ja völlig legitim. Wäre vielleicht sogar besser, weil ich jetzt nicht die ganzen anderen Tränke hier aufgebraucht habe. So. Achso. Ich will jetzt eigentlich nur noch hier hin. So. So, kennen wir. So, jetzt haben wir die Information erhalten. So, Heilungselixier. So. Nehmen wir die nochmal. Ich glaube, wir machen uns einfach nochmal unsichtbar und gehen nochmal. Euer Tagebucheintrag. Ich meine, es wäre schon ganz nett, wenn wir die erledigen können, aber Leute, ich sehe da jetzt keine realistische Chance. Vielleicht später mal. Wenn ich nicht immer wieder verwirrt werde. Ja, ist ein bisschen unpraktisch. Ja. So, wir machen jetzt nochmal Folgendes. Ja, wir machen mal so, ja. Ich würde nur echt interessieren, wie ich hier vorbeigekommen bin. Nee, also ich glaube, da haben wir echt keine Chance. Ja, die werden uns hier direkt penetrieren. Und zwar nicht auf die gute Art und Weise. Ja, das wird nichts. So. Laden wir mal wieder den da. So. Dann nehme ich jetzt nochmal den anderen Unsichtbarkeitstank ein und dann hauen wir einfach ab. Ich meine, wozu haben wir die denn? Wenn nicht für sowas. Ich würde immer noch interessieren, wie wir hier mit der ganzen Truppe vorbeigekommen sind. Es muss ja wohl ein Spielfehler gewesen sein, dass sie uns irgendwie nicht entdeckt haben. So, Unsichtbarkeitstrank. Wo ist der denn? Ja, Konzentration, Heldentrank, Trank der Macht, Trank der Steinform. Da ist er. Ich habe keinen Platz mehr. Ja, natürlich habe ich keinen Platz mehr. So, jetzt. Nein, der Melter ist voll. Ah, Leute. Bett öffnen. Unsichtbarkeitstrank. Ich meine, eigentlich hätten wir uns mit dem Typen ja nicht mehr unterhalten müssen, oder? Ich meine, ja, das ist jetzt eigentlich ein guter Punkt. Ach, verflucht. So. Ich probiere jetzt nochmal Folgendes. So. Unsichtbarkeitstrank nehmen wir einmal mit. Trinken. Wird sofort erledigt. So, dann gehen wir hier nach oben. Jetzt geht's mich was an, richtig? So, ich glaube, nämlich durch ihn erhalten wir ja keine Informationen, die wir nicht auch durch diese Schriften hier erhalten. So. Ja, haben wir schon eben gelesen. So. Ja. Also, die treffen sich in Kerzenburg wieder. Jetzt sind wir aber wieder sichtbar. Wie kurz hält denn das an? Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Krieg ich das irgendwie hin? Nur einmal einen einzunehmen und dann wieder abzuhauen? Macht das wieder viel zu umständlich. Unsichtbarkeitstrank. Ja, wenn ich mal sehen würde. Ich bin echt blind. Ja. Geht gut. Da. In den Rucksack. Warte, dann speichere ich hier erstmal. Und zwar, ja, hier mein Schnellspeicherpunkt. Muss erstmal überlegen, durch die ganzen Speicherpunkte bin ich ja schon ganz durcheinander. Jetzt geht's so. Nicht was an, richtig? Wahrscheinlich lässt danach automatisch, wenn ich einfach diesen Schubladen ich nachsehe. Nichts dagegen. Also muss ich wohl zwangsweise zwei verbrauchen. Ja. Ärgerlich, ja. Ja, das ist ärgerlich. Naja, kann man nichts machen. Okay. Naja, können wir doch nochmal mit dem hier reden. Hallo? Ja, mal Lappen, sag uns zuerst. Aha. Beweise und ja, tschüss. Gut, da müssen wir wohl den zweiten auch noch aufbrauchen. Kann ich die. Ach, die Schriftrollenbeltner. Ach, ich muss irgendwas hier lassen. Der Belter ist voll, ey. Ach, Mann. Kann ich. Naja, das bringt ja nichts, der ist ja voll. Das ist echt ein Trauerspiel. So.
kann ich jetzt mal den Trank hier einnehmen. Trinken. Achso, ich muss erstmal warten. So, werde ich jetzt wieder sichtbar? Nee. Okay. Tschüss, meine Freunde. Okay. Sofort erledigt, Chip. Das war's. Gut, haben wir mal die Unsichtbarkeitstränke aufgebraucht. Jetzt geht's mich was an, richtig? Ich hoffe, das hat sich auch gelohnt. Achso, wenn wir schon mal hier sind. Achso, ist nicht schon wieder die alte hier? Nee. Na gut. Ich rede nochmal mit denen hier. Hallo, mein Freund. So. Nichts Neues hier. Na gut, dann gehen wir mal zur nächsten Taverne, würde ich sagen. Spricht wohl nichts dagegen. Also ist dann jetzt quasi Kerzenburg auch wieder das nächste Ziel? Ich denke mal schon. Ach, da geht's gar nicht raus. Hier unten lang. So würde ich das jetzt zumindest mal interpretieren. Und ich meine, wir haben jetzt hier noch einige Missionen übrig. So, also einmal hier raus. Alles klar. So. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass sich die eigentliche Anführer des Eisenthrons in Kerzenburg treffen. Ja. Okay, wir sollen erstmal Herzog Eltan in Kenntnis setzen. Ich weiß nicht mal, wo der ist. Ja, Diebesgilde. Also, wir haben ja schon wieder einige Missionen angesammelt. Heilige. Das ist echt nicht wenig. Was ist mit denen hier los? Ja. Ich glaube, die haben hier auch echt nichts mehr Neues. So, ich glaube, der hat aber keine Gegenstände genommen. Gab es da irgendwo... Ja, es kann sein, dass es hier Händler gab. Da werden wir hoffentlich schon irgendwo einen finden. Ansonsten... Naja, sehen wir mal. Bürger... Ab nach unten. Ja. Boah, ich habe jetzt hier echt einige Zeit verbracht. Kostet doch einiges wieder. So. Schankwirt. Nee. Aber Gegenstände zu verkaufen haben die hier anscheinend nicht. So, hier unten. Bürger, nee. Jetzt geht's mich was an, richtig? Ich glaube hier nicht. Naja, es gibt ja hier genug Läden. Die Gegenstände verkaufen und noch wieder ankaufen. Nichts dagegen. So, ich könnte jetzt mal höchstens kurz nochmal in die Richtung hier gehen. Achso. Hier sind wir gerade das Stück hier. Hier. Jetzt geht's mich was an, richtig? Haben die hier auch Sachen verkauft? Boah, ich weiß es nicht. Ups. Mein Magen knurrt schon vor sich hin. Nee. Jetzt geht's mich was an, richtig? Wo war denn hier der nächste? Boah, ich finde mich ja gar nicht zurecht. Taverne. Gemischtwarenladen. Lagerhaus. Ganto Landans Haus. Wir gehen mal zu diesem Gemischtwarenladen hier. Ups, da will ich eigentlich nicht drauf. Schon ganz fertig im Kopf, Leute. Ich laufe hier schon wieder stundenlang in Baldur's Tor herum. Also, diesmal ja wirklich in der Hauptstadt hier. Oder in der großen Stadt. So, wir gehen mal hier rein. Ah, wir haben ja noch einiges zu tun. Ladenbesitzer. Die Geschäfte laufen schlecht. Kein Wunder bei der Eisenkammer. So. Edelstein. Ach, das waren diese teuren... Ah, Spitzbubensteine, ja. Teures Zeug hier. Teilweise. Können wir wahrscheinlich auch einfach verkaufen. Naja, immerhin. Das hier... Achso. Okay, Tränketasche, Kugeln, Schnelligkeitsöl, Handschuhe, naja, Briefe. So, hat sie irgendetwas zu verkaufen? Kugel, Langschwert, das muss ich noch alles identifizieren. Ja, ich meine, wirklich teuer werden wir die Sachen hier auch nicht los.
Eispfeil, Bolzen, Feuerpfeil. Ja. Ja, ist ganz schön. Das. Ne, die Sachen hier, die kauft er uns auch nicht ab. Also wortwörtlich. Das kauft er uns einfach nicht ab. Ja, das hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Also entweder... Ja, wir müssen einfach mal irgendwo einen Händler finden, der uns auch diese ganzen Schriftrollen hier abkauft. Ich glaube, hier gibt es mehr als genug. Ja, das ist echt schade. Dass man die hier nicht unbegrenzt lagern kann. Ich meine, ich kann es schon nachvollziehen, aber es ist trotzdem ein bisschen ärgerlich. Stab der Furcht? Hä? Ja. Achso. Hatten wir noch ein paar über. Tja... Ja, wir sind schon echt ganz gut gefüllt. Spricht wohl nichts dagegen. Spricht wohl nichts dagegen. Ja, hier gibt es ja noch viel, viel mehr Händler. So, ich will jetzt mal Folgendes machen. Ein bisschen Schnelligkeit hätte ich gerne. Wird sofort erledigt. Geh nochmal hier lang. Nochmal zurück. So. Hier lang. So, hier hatten wir doch auch einige Läden. Allerlei Zauberei. Wir gehen mal hier hin. Vielleicht kaufen die uns was ab. Wird sofort erledigt, Chef. So, kaufen die uns ja. Schild können wir mal verkaufen. Personen festhalten. So, Person festhalten, stinkende Wolke, Gesinnung erkennen. So, Fall plus 2. Ja, normale Falle kriegen wir auch nicht weg. Schwachsinn, Verwirrung. Das bringt schon echt viel ein. Verschwimmen vielleicht, Magie bannen, Hellsehen. So, ein paar von denen mal. Haarlocke von Kirin Hale. Wie war denn das? Wir können die ja trotzdem noch diesem einen Typen andrehen. Wir haben das ja noch nicht ganz geklärt. In Baldur's Turm, Durlaks Turm, so heißt der Ganze. So, könnten wir die hier verkaufen? Oh, aber die Weintrauben, die brauchen wir, glaube ich, noch. Aber interessant, dass wir die hier trotzdem verkaufen könnten. Netz. Ach ja. Meinetwegen. Schreckenszauber. Geisterrüstung. Ich weiß ja sowieso nicht, wann ich die mal einsetzen würde. Identifizieren. Sprühende Farben. Coolgriff. Schmieren. Kriegen wir ein bisschen Geld rein. Panzer. Schutz vor Versteinerung. Doch, den haben wir hier noch. Zauber macht ein Wesen gegen Versteinerung aller Art immun. Dazu zählen beispielsweise... Ja, das brauchen wir. Schutz vor Versteinerung. Das werden wir dann gegen den Basilisken einsetzen. Magie zerstören, Schlaf. Ja. Flamme, Vampirgriff. Schutz vor normalen Geschossen. Ist auch wieder einiges wert. Gesinnung erkennen. Hab ich sowieso nie eingesetzt. Infravision, Blitzstrahl. Haben wir auch ein paar. Vertrauen finden. Flammenpfeil, unsichtbares Entdecken. Freundschaft. Wer braucht denn sowas? Stinkende Wolke. Illusion entdecken. Todeswolke, Unsichtbarkeit. Haben wir auch nochmal. Ach schön, Unsichtbarkeit, ja. Ja, ich weiß ja auch nicht mal, was wir hier überhaupt alles gefunden haben. Hast. Spiegelbild. Ja, das haben wir sowieso als Fähigkeit. Magie bannen, verlangsamen, Steinhaut, Person festhalten. Haben wir auch ein paar Mal. Oh, Klopfen haben wir auch noch einmal. Schutzformel gegen Feuer. Stärke. Monster festhalten, kleinere Kugeln der Unverwundbarkeit. Monster herbeirufen 3, Schutzformel gegen Blitze, Säure, geistige Beherrschung. Ja, wir verkaufen erstmal das Zeug hier. Hat auch schon mal 2000 eingebracht. Nicht schlecht. So, jetzt haben wir nämlich ein bisschen mehr Platz, das ist schon mal ganz gut. So, achso, dann kann ich die nämlich hier mal ein bisschen rüber sortieren. So, ja, ist schon wieder voll. So. Sollten wir ja ein bisschen Platz hier haben. Ah, das war die Bannformel, genau, die wir auch erhalten haben.
Ich habe da solche Vermutungen, aber ich weiß nicht ganz, was wir damit anfangen. So, das kann auch hier weg. Das hier würde ich jetzt mal gerne identifizieren. Dann können wir das nämlich gegebenenfalls wieder verkaufen. So. Schutzformel gegen Versteinerung. Das ist sehr gut. Leichte Armbrust. Schadensbonus plus 1, Gewicht 6, Mindeststärke 8. Und er hat ja immer noch eine ganz normale schwere Armbrust. Ja, macht schon noch einiges mehr her. Trank der Meisterdiebeskunst. Ich glaube, hier ist auch schon wieder alles voll, oder? Naja, Patrick haben wir aufgebraucht. So. Jetzt würde mich mal interessieren, was es damit auf sich hat. Hände von Takok. Stärke auf 18.00 gesetzt, Gewicht 2. Die Hände von Takok sind genau das, was der Name besagt, nämlich seine Hände. Er verlor sie, als er einen fremden Mann beim Überqueren des Grats der Welt angriff. Stellte sich heraus, dass der geheimnisvolle Mann ein Magier mit unglaublicher Kraft war. Er verwendete Takoks Hände, um dieses Paar Handschuhe aus Ogerleder zu erschaffen. Stärke auf 18 gesetzt. So, wem können wir das denn eigentlich andrehen? Muss ich gleich mal gucken. Identifizieren. Das ist ein ganz normales Langschwert plus 1, das können wir auf jeden Fall verkaufen. Dolch plus 1. Langschwert plus 1 und hier nochmal Stab des Feuers. Oh ja, das ist ganz gut. So, ich glaube Langschwert können wir verkaufen. Dolch. Hat da irgendwie noch jemand Verwendung dafür? Wahrscheinlich nicht wirklich.